Hallo, wir grüßen euch zum Rückblick der 10. Wandertour. Dieses Mal hat uns unsere Wanderlust nach Clausthal-Zellerfeld geführt. Was wir bei unserer Planung leider nicht bedacht hatten, war, dass an diesem Tag offizielle Saisoneröffnung war, und zwar in Clausthal, und sich daher auch sehr viele andere Wanderer zur gleichen Zeit dort eingefunden hatten. Der Parkplatz, den wir nehmen wollten, war komplett zugepackt. Zusätzlich war es auch noch so stark am Regnen, dass wir kurzzeitig echt am Überlegen waren, einfach wieder nach Hause zu fahren. Wir wollten den ganzen Weg aber auch nicht umsonst gefahren sein, sodass wir uns dann einfach ein anderes Ziel in der Gegend suchten. Und daher fuhren wir dann einfach ein bisschen weiter nach Vestenburg, wo der Regen Gott sei Dank nicht so stark war. Wir entschieden uns für die Stempelstelle 126 Lochstein. Als Lochstein wird im Bergbau ein Grenzstein bezeichnet, der die Eigentumsgrenze an einem Bergwerk markiert. Dieser Lochstein stand mitten in einem Wald und der Weg dorthin war teilweise gar nicht so einfach, weil der Schnee durch Schmelzen und Wiederfrieren eine Eisschicht gebildet hatte, wodurch man die Steigungen nur schwer hochkam. Nach einem guten Essen in einem Steakhouse versuchten wir nochmal unser Glück bei unserem zuerst geplanten Ziel. Der Regen hatte kurzzeitig aufgehört, aber als wir am Parkplatz ankamen, war es schon wieder am Schütten. Aber der Parkplatz war nun leerer, sodass wir uns dazu entschlossen, wenigstens noch einen Stempel zu machen. Im strömenden Regen gingen wir dann zur Stempelstelle 128, Hutaler Wiederwaage, die ein Bauwerk ist, das zum sogenannten Oberharzer Wasserregal gehört. Als wir wieder im Auto ankamen, hatte es aufgehört zu regnen und die Sonne schien sich sogar durchzusetzen, sodass wir nun dann doch noch den dritten Stempel holen wollten. Der Startpunkt war der gleiche Parkplatz, nur dass wir einmal die Straße überqueren mussten. Wir liefen durch den Wald und kamen dann an ein paar Stauseen vorbei, die noch gefroren waren. Bis dahin konnte man noch ganz gut laufen, aber dann kamen wir an einen Streckenabschnitt, wo nur in der Mitte ein schmaler Pfad von festem Schnee war. Sobald man den Fuß zu weit rechts oder links platzierte, rutschte man mehrere Zentimeter in die Tiefe, was das Wandern sehr erschwerte. Die Stempelstelle Webner Hütte, Jägersbleker Teich, lag sehr idyllisch und nach einer Pause machten wir uns wieder auf den Weg zurück zum Auto. Leider mussten wir den gleichen beschwerlichen Weg nehmen, da die andere Alternative wegen Forstarbeiten gesperrt war. Mit 30 Stempeln ging es dann wieder nach Hause.